So, da sind wir wieder bei Let's Play Pokémon Feuerrot. Ja. Wir haben das letzte Mal hier aufgehört und wir machen jetzt auch gleich hier weiter. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob wir hier überhaupt noch was zum Erkunden haben. Der Dinadon aka Kenji, aka Alter, was auch immer, ist übrigens immer noch hier. Oh, hallo. Hier. Wir haben hier einen Rocket-Rüpel, den kenne ich ja noch gar nicht. Oh. Der will Ärger. Ja. Hier, prepare for trouble and make it double. Slimeok. Ja. Er hat zwar eine bessere Spätzdef als Def, aber der Flammenwurf sollte trotzdem noch ein bisschen mehr Schaden machen als ein Flügelschlag. One-Hit kriegt man das Viech eh so schwer tot. Ja, Slimeok hat sehr viel aus. Der ist auch schon früher ausgefallen, als ich Rot gespielt habe. Ja, die haben recht viel so KP, haben eine annehmbare Def und eine ziemlich starke Spätzdef. So einer meiner unbeliebteren Gegner. Jupp. So, ein Golbat kommt rein. Das wäre doch was für den guten alten Adrian. Der ist ja sogar noch schneller. Bäh. Ein Radikal. Komm, da bleiben wir drin. Ah, natürlich kommt er jetzt mit dem Superzahn. Oh, das tut weh. Ja, zieht die Hälfte der KP ab. Die Hälfte der KP? Ja. Und zwar immer genau die Hälfte von dem, was du gerade hast. So. Aber wir haben ja genug Hypertränke dabei. Dann schauen wir mal, was hier drin ist. Ich war hier nämlich noch gar nicht. Noch nie. Nö, gar nicht. Ich glaube, die Höhle hier ist sowieso leer. Das ist eine sehr sinnvolle Höhle. Yep. Jetzt wirkt der Schutz nicht mehr und jetzt kommen wilde Pokémon. Was gibt's denn hier? Zubat. Was denn auch sonst? Ich wurde gerade schon wieder auf Facebook angeschrieben. Zubat. Naja. Ich würde sagen, sobald wir aus der Höhle raus sind, verpissen wir uns hier. Kann ja nur, will ich nur noch im Jahr ran. Yep. Wir haben ja noch zwei Schritte vor uns, da kommen noch mindestens drei wilde Pokémon. Richtig. Wow. So. Also dann. Weg hier. Zurück nach Island 6. Ich hab noch nie eine bessere Höhle gesehen. Ja. So. Nachdem, wobei, ich, Moment, ich muss eine Sache hier mal kurz mitnehmen, fällt mir jetzt gerade so ein. Ich glaube, ich brauche einen Zerschneider da unten. Ah, wenn ich mich, VM, klar. Ja. Wen hast du das denn gegeben? Einen Myrapla. Und so, jetzt beende mal deinen Satz, den du anfangen wolltest, aber da hab ich dich Ist die Frage, wen lassen wir jetzt hier? Das ist nämlich eine sehr, sehr schwierige Entscheidung. Also, wen brauche ich denn jetzt gerade mal nicht? Das ist echt schwierig. Ich lass Mike mal ganz kurz hier, weil ich weiß nicht, ob ich Jake mit der Stärke brauche. Surfer habe ich zweimal dabei, weil das können Mike und Adrian. Also, wenn wirklich, den kann man auch wiederholen und nachtrainieren. Aber ich meine, dass ich da unten Zerschneider brauche. Oh, gibt's hier eine Beere? Eine Sanana-Beere, okay. Und ich sollte mal wieder einen Schutz anmachen. Ich
meine zumindest, dass ich da unten einen Zerschneider brauche, weil da gibt es jetzt dann wieder die tollen Brallenschrift-Rätsel. Auch bekannt als Blindenschrift. Blindenschrift-Rätsel? Ja. So, jetzt ist die Frage, ich glaube, ich habe Myrapla vorne hingestellt, oder? Nein, den hast du ziemlich weit hinten gestellt. Mike war nämlich nicht vorne. Ja, stimmt, genau. Brakuli war vorne, ja. Ja, Onyx. Drachenklaue hätte zwar, glaube ich, jetzt mehr getan, aber... Na gut, da kommt eh nur mit dem Eisenschweif. Ich habe jetzt befürchtet, da kommt ein Steinwurf oder schlimmer noch ein Steinhagel. Ja, das wäre natürlich sehr schräg für das Brakuli-Gewehr. So, ein Maschok, da können wir drin bleiben. Dann kriegt der nämlich jetzt erstmal einen schönen Flügelschlag ab. Und krepiert auch gleich davon. Das ist doch sehr schön. Das will man sehen. So. Ups, ich wollte nicht in den Beutel. Ich wollte. Immer diese Steuerungsverzögerung hier. Darf der Don Marcy auch mal wieder nach vorn? So, da sind wir hier schon im Ruinental. Felsenrätsel. Der ist nicht besonders schwer. Jupp. Ein Sonnenstein. Ja. Wenn wir unser Myrapla jetzt entwickeln würden, könnten wir danach aus dem Duflor ein Blubella machen. Nett. Ja. Würden. Also du machst das nicht. Ja. Ich meine, das Myrapla ist Level 13. Das habe ich irgendwann in der Nähe von Azuria City mal gefangen und weil ich genau gewusst habe, ich brauche ein Opfer für Zerschneider und Blitz. Achso, jetzt. Typisches Beispiel dafür, dass direkt nachdem der Schuss ausläuft, sofort ein wildes Pokémon kommt. Yep. Als hätte es nur darauf gewartet. Die warten immer nur drauf. Wanderer Dante. Schöne Hi. Grüße. Ich weiß, dass Dante hier nicht zuschaut, aber hey, wir haben Dante. Gott, verdammt, ich hab nix da, was ihn auch nur halbwegs effektiv trifft. Ja, super. Komm, dann muss Adrian ran. Ja, bei meinem Don Marcy ist halt noch ein Wutanfall eingeplant. Den er noch nicht gelernt hat. Ja, Vogelbaum, dieser alte, vogelnde Baum. Ja. So. Gut, als wäre eine Pflanze, ist aber Gestein. Eine Top-Genesung. So, dann nächsten Schutz reinhauen. Und weiter geht's. Ach, da unten ist auch noch ein Item, das holen wir uns doch auch noch. Ja. Ein KP plus. Pokemaniac Hector mit einem Rihorn. Da haben wir mal wieder dieselbe Situation. Ich habe nichts dagegen mit dem guten alten Don. Ich hätte ihm vielleicht eine Wasserattacke beibringen sollen. Dann senkst du halt meine Init stark. Ist mir doch egal. Bin trotzdem noch schneller. Also... Aquana ist schon nicht wirklich schnell, aber schneller als ein Rihorn ist es allemal.
Auch nach einer Grimasse noch. Oh, ein Kangama, wenn ich das gerade richtig gelesen habe. Ein Kangama. Ein Irrschlag. Bitte nicht verwirren, danke. Natürlich überlebt er wieder knapp. Komm da. Na gut, das macht mir jetzt nichts. Das haut mich ja nicht mal unterhalb von der 200 KP Marke. Kann Kangama eigentlich einen Body Slam lernen? Soweit ich es weiß schon, aber ich bin mir jetzt echt nicht sicher. Dass ich besonders kontraproduktiv weinen kann, da Kangama. Wie gesagt, ich weiß es jetzt nicht mal sicher, ob es kann. Ich mein, Kangama hat immer ein Kind im Beutel. Wenn er so einen Body Slam macht, dann ist es nicht so gesund. Ich müsste jetzt echt nachschauen, ob es das kann. Kann auch sein, dass ich mich da jetzt total irre. Ach, mir reicht's jetzt, ich hau jetzt da einfach mit dem Flammenwurf drauf. Das ist immerhin noch eine spezielle Attacke und die zieht zumindest noch ein bisschen was ab. Naja, aber damit hättest du ja rechnen müssen, dass in den Bergen ein Haufen Wanderer herumlaufen und Gesteins-Pokémon eingesetzt werden. Ich weiß, ich weiß. Aber dann hauen wir halt einfach darauf, wo die schwächste Verteidigung ist. Im Falle von Georock ist die in der Spezialverteidigung. Da reicht auch eine Kaskade noch locker aus. Ist ja hier auch noch speziell. Yep. Was ist denn dann der Surfer? Der physische oder speziell? Nee, der Surfer ist auch speziell. Alle Wasserattacken sind speziell. Ach, hier sind doch alle Wasserattacken speziell. Okay. Yep. Man kann sich so merken, alles worin sich ein Evoli entwickeln kann, die Typen von denen, die sind die speziellen Typen, also alle die plus Drache, muss man dazu sagen. Und alles andere ist physisch. Auch wenn es komisch ist, dass, weil alle Unlichtattacken, die es in diesem Spiel hier gibt, die sind hier jetzt noch speziell, sind aber dann ab dem nächsten Spiel, also ab der vierten Generation, sind die dann schon physisch, weil alle Unlichtattacken dann zu physisch gemacht wurden und es wurden dann ein paar neue Unlichtattacken gemacht, damit es wieder ein paar spezielle Unlichtattacken gibt. Wie zum Beispiel mal Finstaura. Oder Standpauke. Ja, Mascha hat ja schon ein bisschen ein paar komische Namen, die Attacken. So. Den hier kriegen wir auch noch. Ein Mashok, hey, mal ausweise was, was ich mit Don Marcy besiegen kann. Und noch ein Mashok. Oh, da haben wir einen Mashok-Fan. Ja, wenigstens sind sie männlich. Den Karel auch besiegt. So,
Das tötet Leute. So. Und ich kann jetzt mal ganz kurz spoilern, was hier steht. Hier steht nämlich Zerschneider. Das weiß ich nämlich zufällig noch auswendig. Wenn man nämlich die Blindenschrift so ein bisschen kennt, dann weiß man, wo man hier hin muss. Ja, jetzt ist die Frage, was steht hier? Da der zweite Buchstabe ein E ist, kann es eigentlich nur rechts heißen. Das E kenne ich nämlich. Oder? Nee, dann habe ich mich doch vertan. Okay. Ja, man kann nicht mal verziehen. Ja gut, stimmt, das E und das I, die sind genau andersrum aufgerissen, dann ist das links hier. Dann auch nicht, okay. Ich kann die Blindenschrift doch nicht mehr. So, was könnte es dann doch dann noch heißen? Das ist, kann ja dann bloß noch oben oder unten sein. Beziehungsweise, Moment mal. Wenn es dann so heißt. Ja, okay, dann habe ich es jetzt raus. Das sind 5 Buchstaben. Dann ist das runter. Auch nicht, okay. Es ist schwierig, also vor allem wenn man die Blindenschrifttabelle nicht vor sich hat. Also den ersten haben wir ja, der ist oben. Dann müsste der zweite eigentlich... Moment. Jetzt die Frage, ist der zweite Buchstabe ein E oder ein I? Ich meine aber, dass das links ist dann, oder? Ich probiere es einfach mal. Mach mal einfach ein Try and Error draus. Ja. Okay. Das müsste rechts heißen. Ich habe gerade die Tabelle offen, aber ich spoiler dich nicht. Okay. Und das heißt hinunter. Ha. Wir haben den Saphir. Jawohl. Ach, jetzt kommt der Heini noch. Uffuffuffu. Okay, der gibt uns jetzt das zweite Passwort von Team Rocket. So, da oben auf der Tafel steht jetzt noch ein ellenlanger Text, aber den habe ich jetzt nicht vor, hier ranzumachen, weil da müssten wir die Blindenschrift entziffern und das dauert. Das ist ein wirklich ellenlanger Text. So, wir müssen zurück nach Eiland 5. Gut, kommen wir jetzt gerade nicht hin, ohne die Pferde zu benutzen. Aber bis dorthin gehen wir noch und dann machen wir Ende von dem Part, weil ich muss jetzt gleich weg. Und die anderen Parts können wir machen, sobald ich wieder da bin. Sobald ich wieder da bin. Ups, wo bin ich jetzt hingegangen? Jetzt habe ich nämlich gar nicht aufgepasst. Natürlich, Orania City. Das kommt ab. Ja, das kommt davon, wenn man zu schnell drückt. Dann machen wir jetzt nochmal kurz einen Abstecher nach Island 1. So, jetzt aber. Ich will nach Island 5. Und nirgendwo anders hin. So. Genau hier wollte ich hin. So. Einen kleinen Abstecher ins Pokémon Center. Myrapla legen wir wieder ab und wir nehmen Mike wieder mit. Und dann, ja... machen wir Ende der Folge. Ich gehe jetzt noch schnell Pokémon Center, Pokémon heilen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Haut rein.